Bereits zum sechsten Mal werden in Springe die sportlichen Leistungen feierlich geehrt. Und das zu Recht, denn gute Sportler gibt es genug und diejenigen, die sie gerne feiern und sich deshalb extra in Schale werfen, ebenfalls. Mit gerade mal 3 Stimmen Vorsprung konnte sich die diesjährige Sportlerin des Jahres absetzen. Schon seit 20 Jahren dabei und somit vielleicht auch zu Recht in der deutschen Rollhockey-Nationalmannschaft. Ihrem Team vom SC Bison bleibt sie aber treu und möchte in der laufenden Saison noch ganz viel erreichen. Ja, wir streben die deutsche Meisterschaft an, mehr oder weniger. Also wir sind im Playoff und sind auch noch im Pokal drin. Natürlich die Teilnahme an der Europameisterschaft. Ich wäre gerne wieder dabei bei der Nationalmannschaft. Ja, dann gucken wir mal, was da so passiert. Die Überraschung war sehr groß, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich Sportlerin des Jahres werde. Und war dann umso, ja, mehr erfreut. Glückwunsch zum Sportler des Jahres 2014, André Janus. Der diesjährige Sportler des Jahres ist wahrlich ein Spätstarter. Erst mit 21 Jahren wird ihm der Judo-Sport empfohlen. Trainiert wird erst einmal nur in den Semesterferien beim KSV Bennigsen. Das zahlt sich aber aus. 13 Jahre später gibt es den Titel des deutschen Meisters in seiner Klasse. Und in diesem Jahr dann auch endlich die heimische Trophäe. Ich konnte es kaum glauben, dass ich das jetzt gewonnen habe. Schon die Nominierung war eine totale Überraschung. Und bin echt überwältigt und super froh. Ich hatte eigentlich vor, die Titelverteidigung bei der Deutschen Meisterschaft noch anzustreben. Aber aufgrund der Verletzungen muss ich das wohl auf nächstes Jahr verschieben. Oh, ich hoffe, es wird spät. Ich denke, es wird spät. Es gibt einiges zu feiern. Ich habe mir morgen auf jeden Fall nichts vorgenommen und werde eher die Nacht hier verbringen. So was habt ihr noch nie gesehen, ne? Auf die Frage, warum Ehrenamt, hat unser Preisträger gesagt, ich zitiere, wir bekommen sehr viel von unserer Gesellschaft, deshalb sind wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch verpflichtet, etwas zurückzugeben. Diesem Motto ist Wilfried Baxmann jahrzehntelang treu geblieben. Und das nicht nur in Springe und um Springe herum, nein, auch landesweit. Sein Liebling ist und bleibt aber der TSV Eldachsen. Dort ist er nämlich auch Ehrenmitglied. Die Palette der Auszeichnungen ist bereits sehr lang und nun kommt verdient eine weitere hinzu. Ich freue mich natürlich sehr und ich möchte mich bei der Jury bedanken, dass sie mich ausgewählt haben. Ich bin stolz darauf. Ich habe das für euch Sportler in Empfang genommen. Das Ehrenamt ist wichtig, weil ohne das Ehrenamt, gerade hier auf der kleinen Bühne, sage ich mal, der ganze Sport ad absurdum geführt werden würde. Ich glaube, mit Wilfried Baxmann hat es gerade heute den richtigen getroffen. Er war damals Mitbegründer des Sportringes, der für die gesamten Vereine gekämpft hat, dass die Sportstätten-Nutzungsgebühr zum Beispiel nicht kommt. Das sind so Dinge, wofür das Ehrenamt wichtig ist. Wie jedes Jahr ist die Königskategorie der Verleihung der Mannschaftstitel. In diesem Jahr war es bei der Stimmabgabe so klar wie nie zuvor. Mit großem Abstand an der Spitze liegen diesmal die Tischtennismädchen des Otto-Hahn-Gymnasiums und erreichen sogar das beste Ergebnis aller Nominierten in der Geschichte der Springer-Sportler-Ehrung. Das ist schon eine reife Leistung, das erste Mal dabei und schon haut ihr die Favoriten hier von der Platte. Und das mit viel kleineren Bällen vor allem. Ja, also erstmal total überraschend, weil wir hätten überhaupt nicht damit gerechnet, vor allem weil die Handballfreunde da ja nominiert waren und die haben in den letzten 2 Jahren immer gewonnen und weiß nicht, das war einfach für uns so, weil wir auch die einzigste Mädchenmannschaft waren, dachten wir so, also wir haben überhaupt nicht damit gerechnet und auch noch die A-Jugend und so und es war total überraschend und auch, aber es war einfach nur toll. Ja, also wir feiern den Sieg ziemlich, also gerade weil wir gegen die Männer gewonnen haben. Und, ja.
Insgesamt gaben die NDZ-Leser in diesem Jahr knapp 8.500 Stimmen ab und zeigten damit, wie wichtig ihnen der heimische Sport ist. Diese sportlichen Leistungen können sich wahrlich sehen lassen. Eine super Veranstaltung. Also für Springer immer wieder fantastisch. Ich bin ja quasi wie bei Hannover 96 Dauerkarteninhaber, Dauergast. War geil, leider geil. Sehr, 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 sehr. Ich bin das erste Mal dabei oder wir sind das erste Mal dabei und gefällt mir richtig gut. Eine ganz klasse Veranstaltung. Also das Programm ist auch immer sehr schön, aber für mich ist das wirklich besonders spannend, also wer den Preis bekommen hat. Super, hat mir gefallen, dass kleine Außenseiter erste Preise erzielt haben. Schüler, Judo finde ich super, ganz toll. Die Tischtennismädchen haben mich heute Abend besonders beeindruckt, dass die heute Mannschaft des Abends geworden sind. Also mir hat am besten die drei Jungs mit diesen Seilkunst-Sachen gefallen. Die sich die ganze Zeit so schnell umgezogen haben, das hat mir am besten gefallen eigentlich. Also ich würde mal sagen, die Socken wechseln, das schaffe ich auch in der Zeit, ja. Frau Werner war wieder goldig heute und so charmant zu den Gästen. Ganz am Anfang. Die Akrobatinnen. Ganz klar, die Pantomime, das war... Ja, der war... Perfekt. Schleierhaft, wie der das macht. Also das war so klasse dargestellt. Also der hat richtig Spaß gemacht. Also wir wollen jetzt noch ein bisschen gemütlich hier sein, was trinken, ne? Und tanzen auf alle Fälle noch.